Wir verabschieden uns von dem Trash-Talk. Ja, also das ist gerade echt extrem geworden, hätte ich Und gesagt. wir sehen das Finale des ersten My Revenge Cups in TM2. Vier Fahrer sind am Start. Wenn ich sie jetzt noch alle aufgezählt bekomme: Beat, Sky, Spam und Xtreme. Sofern ich das jetzt Richtig. richtig gemacht habe. Ich hoffe es. Und wir gehen So ist in das es. Oh erste mein Gott, es geht Warm-up. los. Auf der Map Analphabet, die von Beat gebaut wurde. Das hat mir vorhin gefehlt, der Name Analphabet. Ah, okay. Ja, Mal genau, das gucken, ist die ob Map von er Beat. auf seiner eigenen Map hier auch ganz gut fahren kann. Ja, vorhin im Halbfinale hat er das ganz gut hingekriegt, der Beat. Und auch jetzt macht er das durchaus wieder sehr sinnvoll. Also Sky hat momentan noch die Führung inne. Ah, jetzt hat Beat etwas an Zeit verloren. Oh, da kann Xtreme aufschließen. Oder Spam war das, aber Spam jetzt deutlich langsamer hier geworden. Oh, Beat und Sky sehr, sehr knapp da vorne beieinander. Jetzt auch mit gleicher Geschwindigkeit kommen sie raus. Sky kann. Oh mein Gott! Oh, ich bin dumm. Nein, es Das war das kommt in die Warm-up. Blubbers. Ich habe Das doch war das gesagt, wir Warm-up. schneiden das zusammen und dann kommst du in die Blubbers mit deinem Ja, das ist eine Warm-up-Cast. gute Idee. Ich glaube, das habe ich jetzt zum dritten oder vierten Mal gemacht, dass ich das Warm-up gerade Ich als wollte dir richtig zu einfach Ende zwischen gekriegt dich habe. reinreden, weil ich fand's lustig. Also Ja, die das war auch Zuschauer lustig. fanden es Also, bestimmt auch witzig. Aber ich jetzt glaube gehen wir so. live. Jetzt So kannst du richtig eskalieren. langsam ist das mit meiner Konzentration echt weg. Es wird bedenklich hier. Dino freut sich auch. Das wäre ein Klassiker. Sehr Ja, gut. das stimmt aber wirklich. Das schafft aber echt jeder mal. Das habe ich auch schon gemacht. Also, jetzt hier in NX. Jetzt gehen wir wirklich live in die entscheidenden Runden hier. Xtreme und Sky mit einem schlechteren Start. Beat und Spam mit ein bisschen Abstand nach vorne. Beat kommt hier auch wirklich gut um die Kurven rum. Sky fährt hier eine ganz, ganz komische Linie. Oder ist es Xtreme, der eine komische Linie fährt? Die hauen sich hier gegenseitig um die Ohren. Beat gewinnt auf jeden Fall die Runde, sofern er jetzt wieder nicht den So Bug soll es am Ende passieren. kriegt, so wie vorhin. Oh, Sky mit einer sehr, Aber Spam kommt sehr hier mit Overspeed ran und engen schafft es aber Linie. nicht ganz. Oh. Ja, wir sehen das bei Sky so wie in den letzten Matches auch, dass er da sehr, sehr eng um die letzte Kurve fährt, aber dadurch kaum Geschwindigkeit mitnimmt. Und da schaffen es eigentlich fast jedes Mal noch Fahrer von hinten wieder an ihm vorbeizukommen. Also das ist schon so ein bisschen die Schwachstelle von ihm auf dieser Map. Auch Und auch jetzt vielleicht noch lässt er zu direkt erwähnen am Anfang werde, wieder ist, federn. dass wenigstens ein deutscher Fahrer es ins Finale Oh geschafft ja, hat. ne? Nämlich der Beat. Und Dignitas ist gut vertreten. Ja, Ist Xtreme jetzt hier aber leider mit dem Fehler. Dignitas mit drei Fahrern angetreten und mit zwei Fahrern im Finale. Also ist eine gute Quote. Jetzt hier wieder was passiert in dieser Map. Also Xtreme ist ziemlich weit Sehr, hinten. sehr weit Sky und hinten. Beat führen das Feld an. Wo ist denn Spam? Ich habe keine Ahnung. Spam ist Ich hab ihn. knapp 2/3 Zehntel hinter Sky und Beat. Beat jetzt mit mehr Geschwindigkeit, kommt da als erster auch ins Ziel und holt sich die nächsten 10 Punkte. Sehr, sehr wichtig. Oh, Xtreme da aber nochmal holprig unterwegs. Er hat auch den 10. Dedi hier nochmal ins Ziel, also Jo, ist ja auch seine Map, also da kann man durchaus erwarten, dass er NP, NP, hier recht NP. gut unterwegs ist. Da hat er aber auch jetzt hier seine Motivation wiedergefunden anscheinend. Vorhin im Halbfinale Oh. scheint er das ein bisschen verloren zu haben und jetzt ist er Und auf einmal wieder da. Shorty hat im Übrigen auch nicht gefunden, wo man die Slidespuren ausmachen kann. Also keine Heldentaten hier auf Seiten von Shorty. Schade, schade. Das hätte ihn den goldenen Stream-Zuschauer in der StubiTV Ehrenwand geben können. Aber Ist da so eine so leider Pinnwandstab? nicht, ne? So, wir sehen Pete, der ist schon wieder vorne. Also macht eine sehr solide Performance hier gerade. Spam mit einer guten Oh, Kurve. Oh mein Gott, was hat Pete denn da da gemacht? bleibt Ich hab er an der leider nicht kleinen so. Ecke hängen und wird ganz langsam. Auf einmal ist das Feld wieder eng beieinander und Pete macht hier nochmal einen Fehler. Da war er komplett verunsichert anscheinend und wird noch letzter. Er hatte Oh, so viel richtig bitter Vorsprung, von Pete. geht hohes Risiko, um seine PB da anscheinend nochmal zu drücken. So hat es mir schon fast ausgesehen. Und kommt hier dann gegen diese Ecke. Oh, meine Güte. Eieiei, da binken. Ja, ich glaube, Göni hat es gar nicht so falsch interpretiert. Da beginnt bei Beat das Nervenplättern, weil wenn er merkt, er ist auf dieser Map gut drauf, er kann es vielleicht sogar insgesamt gewinnen, weil es ja doch wirklich jetzt am Anfang eine gute Performance war von ihm. Und wenn er dann in den Hinterkopf bekommt, dass er jetzt dann 50 € gewinnen kann, was ja für ein bisschen Zockerei durchaus ein guter Lohn ist, dann fängt man da doch vielleicht so ein bisschen an, eine Millisekunde zu viel nachzudenken und dann wird die Linie wobbelig und das Auto landet an der Bande. So, momentan sieht es wieder recht gut aus für Beat. Der zweite Platz ist es. Xtreme momentan an der Spitze und Xtreme wird das wahrscheinlich auch gewinnen. Oh, Beat kommt da sehr weit nach innen, aber man sieht es ein weiteres Mal. Die Oho. innere Linie ist einfach doch sehr langsam hinten raus.
Ja, Xtreme fährt ja noch fast gegen das Ziel, war da versucht da nochmal kurzen Weg zu fahren sozusagen. Fährt da nochmal dagegen. Aber jetzt bin ich ein bisschen auch enttäuscht, auch nicht unbedingt von den Punkten, sondern mehr so vom Gesamteindruck auf der ersten Map von Spam. Der hat doch in den Halbfinals ein bisschen stärkeres Bild zeigen können hier. Das ist richtig. Also mal Aber schauen, ob es jetzt seine Spam. konstante Form, die er die gezeigt hat, das Turnier über, ob das reicht noch im Finale gegen alle anderen. Also Spam ist aber noch punktgleich mit Xtreme, nur 6 Punkte hinter Beat. Also da ist beim besten Willen noch nichts entschieden. Er schleicht sich da so ein bisschen durch. Es ging Wir haben auf ja die nächste gesehen, Map. dass Beat durchaus auch ein bisschen launisch drauf ist. Also wenn er jetzt wieder so einen Anflug von keinen Bock hat plötzlich, was im Finale ja eigentlich nicht passieren sollte, aber. Man weiß ja nie. Und wenn das passiert, dann können die Dignitas-Fahrer auf jeden Fall da wieder aufschließen. Und auch Sky ist natürlich noch nicht abgeschlagen. Hat zwar schon 12 Punkte Rückstand auf Beat. Aber er hat es ja vorhin auch schon geschafft, auf Massa knapp 20 oder 30 Punkte aufzuholen. Wie viel das jetzt genau war. Ich glaube, das waren knapp 20 Punkte, die er hier der Rückstand Ja, hatte. 26 Punkte. Also da wissen wir auch, Sky hat diese Fähigkeiten und wenn er die nochmal auspackt, dann kann das für die drei da vorne auch ungemütlich werden. Ja, wir sind ja erst auf der zweiten Map, also hier ist noch lange nichts gegessen. Richtig. Da Geht geht er auf jeden Fall bis alles 120 noch. Punkte? Da kann der Letzte auf den ersten innerhalb von 2 Runden direkt wieder alles aufgeholt haben, also. Die Spannung bleibt erhalten. Noch ist hier keine Vorentscheidung gefällt. Jetzt gehen Genau. wir auf jeden Fall live auf der zweiten Map. Erste Runde im Finale des My Revenge Cups. Wir sehen am Start keine größeren Schwierigkeiten. Jeder kommt ja auch an den Drift. Aber jetzt hier, ich sag's gerade, jeder kommt in den Drift und schon hat Xtreme einen leichten Bug und wird nach außen befördert. Beat versucht jetzt Beat aufzunehmen, eckt Oh, aber mein Gott, innen an Beat! und ist auch weg aus dem Fenster. Jetzt hier Spam mit einer guten Performance. Fährt einen sehr, sehr soliden Start, nur eine Hundertstel hinter dem Weltrekord. Also Auch Sky ist da sehr, sehr durchaus gute noch Leistung. in Schlagdistanz, wobei er Spam jetzt wahrscheinlich nicht mehr einholen wird. Aber mit dem zweiten Platz macht er trotzdem gut Punkte gut, vor allem auf Xtreme, der sich ja auf der, na doch, auf der dritten Position befindet, also macht er da nur 2 Punkte gut. Aber trotzdem sind das natürlich immerhin noch 2 Punkte und damit hat er noch 4 Punkte Abstand auf Xtreme. Während Spam Beat überholt, Beat ja mit dem Fehler, den er gerade gemacht hat, doch einiges an Boden verloren und damit jetzt Spam neu der Führende, einen Punkt vor Beat. Also Ja. da ist es doch auch sehr spannend an der Spitze. Kaum erwähne ich, schon ist Spam wieder da. Also neue Map, neues Glück sozusagen für ihn. Jetzt So ist Guy es. wählt hier eine weite Linie, versucht ein bisschen Speed aufzubauen, ist aber auch nicht so weit weg. Aber Oh Xtreme mein muss Gott, vom Gas Xtreme gehen, kommt da fährt gegen zu den weit. Checkpoint. Kommt da zu weit nach außen und es ist der Fail, den wir vorhin auch schon bei Joduki, soweit ich weiß, gesehen haben. Er kommt einfach zu weit raus und kommt dann auf diesen Hüpfer und damit dreht es ihn auf den Kopf. Und auch Beat jetzt hier im Tunnelpart schlecht geslidet, kommt innen an die Bande und damit entscheidet es sich zwischen Spam und Sky. Sky momentan an der Spitze. Spam muss da alles aus der letzten Kurve raus und kommt da auch weiter nach innen. Oh mein Gott, er kann ihn noch holen. Ah, es reicht am Ende nicht für Spam. Und Sky kann 10 Punkte holen. Wichtige 10 Punkte für Sky. Ja. Xtreme kommt nicht mal ins Ziel. Ja, klar, er hat sich ja auch Xtreme aufs hat Dach gelegt. aufgegeben direkt und dann ist das Feld jetzt wieder komplett neu Und damit gemischt. ist Xtreme verliert horrend an Punkten. Ist jetzt 6 Punkte hinten auf dem letzten Platz hinter Sky. Und Sky ist plötzlich wieder 6 Punkte ran. Also, wie ich es vorhin gesagt habe, Sky darf man da noch nicht abschreiben, auch wenn er da früh schon hinten war. Er hat sich wieder rangekämpft und hat jetzt durchaus die Chance, Beat und auch Spam wieder zu überholen. Allerdings jetzt auf der letzten Position wird ihm das nicht gelingen. Beat jetzt mit einer etwas schwächeren Kurve lässt sich da von Xtreme kassieren. Aber gibt er nicht auf, kommt da jetzt Sky kann Beat vielleicht. Oh mein Gott, Xtreme kommt da zu weit nach außen und schmeißt die Führung weg. Damit ist Beat wieder neuer Führender in dieser Runde und kann da Spam vielleicht sogar wieder vom ersten Platz verdrängen. Sky ist da noch in Schlagdistanz und auch Spam kann da vielleicht Sky noch holen. Ah, da ändert sich aber nichts mehr am Zieh Doch, deinen Lauf. Spam holt Sky noch. Ja, Spam war aber schon vor Sky, Ah, glaube okay. ich. In der Egal. letzten Kurve. Es war knapp. Jedenfalls war es trotzdem ziemlich knapp, ich glaube 200stel. Oh, es fängt an zu lecken, erzählt uns hier der gute Shorty. Ich Nutzt hoffe, der das mehr mein liegt. Internet? Ich hoffe, das liegt nur an Hitbox oder ich hoffe, das geht auch gleich wieder vorbei. Ja, wir gehen auf jeden Fall in die nächste Runde am Start. Jetzt diesmal ausnahmsweise mal nichts passiert. Alle sind noch eng beieinander, aber jetzt hier Sky Oh, in einer Sky mit dem blöden schlechten Fehler. Kurve.
Aber Extreme ist jetzt wieder vorne dabei und das ist wichtig für ihn, weil er ist ja jetzt der in Zugdistanz, Schlagdistanz ist zum Rest. Er muss auch wieder nach vorne kommen. Jetzt 7 Punkte Abstand, ja. Jetzt ist er an der zweiten Position. Spam muss hier ein bisschen federn lassen. Beat fährt einen sehr guten Stil nach unten und Extreme kommt auch nicht mal an ihm vorbei. Und das sind wichtige Punkte für Beat, denn Extreme als Letzter holt sich den zweiten Platz und schiebt sich damit zwischen Spam und Sky. Und damit macht Beat ganze 6 Punkte auf Spam gut. Sehr, sehr wichtige Punkte für Beat. Und damit müsste er jetzt, ja, ich weiß nicht, wie viel müsste er jetzt Vorsprung haben? 12 Punkte? Na, schauen wir mal, jetzt wird, glaube ich, erstmal geskippt. Und danach haben wir die aktualisierten Punkte hier. Ja, Shorty bringt's auf den Punkt. Der Stream bestraft ihn dafür, dass er nicht rausgefunden hat, wo man die Slidespuren ausstellen kann. Das klingt für mich auf jeden Fall sehr realistisch. Und im Übrigen war das falsch, was ich gesagt habe. Also wir haben schon die aktualisierten Stände gerade gesehen. Also hat Beat jetzt insgesamt 7 Punkte Rückstand, Vorsprung auf Spam. Aber es ist trotzdem ja schon mal sehr, sehr gut für Beat, der ja vorhin eher so auf keinen Bock aus war und quasi den Cup schon aufgegeben hatte, dann trotzdem nochmal zurückgekommen ist und jetzt hier so eine Performance abliefert. Ja, jetzt sehen wir die Map von Sky, wo er vorhin diese enorme Aufholjagd gestartet hat. Und schauen, ob er jetzt hier auch wieder so stark fahren kann wie vorhin. Also ich denke zumindest an Spam kann sich Sky auf jeden Fall noch ran spielen. Und es ist durchaus möglich, dass er Beat auch noch kriegt. Also ich gehe davon aus, dass hier noch nichts entschieden ist und wir vor allem auch aufgrund des Finalistenmodus, den wir nach 120 Punkten ja dann noch sehen werden, da sicherlich noch die eine oder andere Position sich verändern wird. Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Punkte, also hier wird genau. Einiges passieren. Jetzt auf jeden Fall die dritte Map, Gravity von Delay Pain und wir sind live. Immer noch im Finale. Live, 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 live is live und so weiter und so fort. Ja, schauen wir mal, wie sich Spam und Beat jetzt hier schlagen. Vor allem Beat bin ich wirklich sehr gespannt. Oh, oh hier Sky hier mit einer sehr, sehr riskanten Kurve fährt er extrem eng und nimmt Speed mit und fährt innen fast gegen die Wand und außen auch noch fast gegen die Wand. Aber es hat sich ausgezahlt. Er führt jetzt also das Feld an, gefolgt von Beat und Extreme hängt da auch noch wie so am Rattenschwanz dran. Sky jetzt ja auch wieder mit mehr besseren Linie. Sky führt immer noch das Feld an. Kann er jetzt hier die wichtigen Punkte holen? So wie vorhin im Halbfinale gewinnt er jetzt hier die Map. Holt sich ganz wichtige 10 Punkte und holt wieder 6 Punkte auf Spam auf und ist damit auf 3 Punkte ran. Und damit hat er auch nur noch 9 Punkte auf Beat. Rückstand und ist somit ein richtiger Dreikampf da vorne um die ersten Platz. Jetzt gilt es für Extreme, die 8 Punkte zu schließen auf Platz 3, um da auch noch ein Wörtchen mitreden zu können. Sehr wichtige Runde für Sky gerade auf jeden Fall. Also hat er sowohl auf Spam als auch auf Beat aufgeholt. Und für Beat ist es besonders bitter, weil er war zwischenzeitlich Erster und Spam war Letzter. Und da hätte Beat echt schon fast zu einer Vorentscheidung sorgen können. Oder zumindest Spam unter Druck setzen können. Ja, jetzt ist es ganz anders gekommen. Und wir sehen momentan wieder den Viertplatzierten auf dem ersten Platz, nämlich Extreme. Jetzt wird Extreme von Beat da unter Druck gesetzt. Beide fast ineinander. Ja, Extreme kann jetzt wieder die Führung übernehmen. Beat mit etwas mehr Speed kann sich da an Extreme vorbeiziehen. Und auch Sky ist dabei. Und Sky holt auch die Runde, weil er die letzten Slide einfach viel besser erwischt als Beat. Also, heftiges Finish da. Ein weiteres Mal. Kranke Sache. Und Sky beweist ein weiteres Mal seine Comeback-Qualitäten, schiebt sich auf den zweiten Platz und ist nur noch 5 Punkte hinter Beat. Also das nenne ich mal ein spannendes Finale hier. Das war wirklich eine extrem starke Runde. 3 Fahrer nahezu ineinander und bis zur letzten Kurve und dann entscheidet Sky mit einem guten Drift in der letzten Kurve die Runde für sich. Somit ist wieder vorne alles geklärt, aber jetzt hier... Wer war mit dem Fehler? Extreme mit einem großen Fehler. Beat ist auch ein bisschen am Ende des Feldes. Spam führt das Feld an. Sky hängt da aber noch dran. Mal gucken, ob er jetzt wieder ein gutes Ende fährt. Er fährt hier wieder ein gutes Ende, kommt mit Speed dran und an ist an Spam dran. Aber jetzt hier, oh, eckt an der Kante an und Spam holt sich die Runde. Was passiert denn danach? Wo sind die anderen Fahrer? Beat kommt an Sky auch nicht mehr vorbei. Das war jetzt wieder eine schlechte Runde, auch wenn Spam hier mit einer guten Zeit ins Ziel fährt. Oh, oh, oh. Also jetzt mal eine Runde mit ein bisschen mehr Fehlern wieder, nachdem wir da gerade eben wirklich wieder ein Herzschlagfinale hatten in der Runde.
Jetzt wieder mit ein paar mehr Fehlern, was das Ganze aber nicht minder spannend machen will. Schau mal aufs Scoreboard. Beat 69, Spam 66, Sky 66. Also wirklich ein unglaublich knapper Dreikampf um die drei Preisgeldplatzierungen hier. Also Platz 1 bis 3 werden ja ausbezahlt. Erster Platz 50 Punkte, zweiter Platz 30 und dritter Platz 20 Punkte. Also Sky Euro bekommt hier Punkte die nicht, sondern Airtime und ist Euro. auch am Ende des Feldes jetzt. Kann hier nicht mehr viel machen, außer die da vorne machen noch einen Fehler. Vorne ist noch sehr, sehr viel. Alles eng beieinander. Beat und Sky spam hier ineinander und Extreme versucht sich da wieder mit mehr Speed ranzuschieben. Schafft er nicht ganz. Jetzt vielleicht durch einen guten Drift in der letzten Kurve. Beat erwischt es ganz gut. Spam kommt ein bisschen Overspeed ran. Jetzt kommt es auf die letzte Kurve drauf an. Beat schafft Oh es. mein Spam Gott, kommt Spam aber kommt da noch an ihm vorbei! vorbei. Oh mein Goodness, was eine letzte Kurve von Spam und die Zeiten sind mega sick geworden mittlerweile. Also nur zwei Was für Zehntel eine beziehungsweise Zeit. 17 Hundertstel hinter dem Weltrekord. Unfassbar jetzt hier. Also jetzt geben sie sich hier richtig die Kante, reißen hier richtig die Zeiten runter. Unfassbar. Extreme, Extreme. Wo ist Extreme? Extreme muss jetzt weiter nach vorne. Wir gehen auf die nächste Map und hoffen, dass jetzt hier Extreme da auch noch was machen kann. Es wäre natürlich mega episch, wenn wir hier vier Fahrer mit Finalist-Modus sehen. Ich kündige es jetzt an. Wir sehen vier Fahrer mit Finalist-Modus. Vorhin habe ich es angekündigt und es ist so passiert. Mal schauen, was jetzt kommt. Extreme, ich zähle auf dich. Ah, mal gucken, ob Extreme da noch was machen kann. Denn er ist doch wirklich der Einzige, der hier so leicht den Abstand hat. Spam Ah, und er hat Beat hier sind. 16 Punkte auf Platz 3, also da ist aber auch noch alles drin. Wir haben noch über 50 Punkte zu gehen. Also. Also ich finde vor allem Spam und Beat heftig. Jetzt hat Spam vorhin die Runde geholt und dadurch Beat überholt. Und das wird Naja. noch richtig knapp zwischen den beiden, glaube ich. Jetzt kommt ja wieder die Map, die Beat gebaut hat. Also könnte hier einen kleinen Da hat er doch wirklich eine gute Performance gezeigt hier in der ersten Vorteil Runde. haben. Mal schauen, ob er jetzt hier wieder einen kleinen Vorsprung rausholen kann für die anderen beiden Maps, wo er jetzt ein bisschen federn lassen hat müssen. Da waren 14 Punkte, die er jetzt verloren hat in den letzten beiden Maps. Ist natürlich nicht viel, aber die hat er halt auch schon Vorsprung gehabt. Mal schauen, Jo, richtig. ob er wieder so ein bisschen nervös wird am Ende oder so. Ja, schauen wir mal. Vorhin hat er der, so ein bisschen gezappelt und ist hibbelig geworden. Und der Faktor Sky, den dürfen wir auch nicht vergessen, denn Sky ist nur 6 bzw. 7 Punkte hinter Beat und Spam. Und wir wissen ja, dass Sky gute Aufholqualitäten hat. Ja, macht das auch momentan wieder ganz gut, bleibt da an Spam dran und ist mit Beat gleich auf. Also ist da auf jeden Fall noch bei den beiden mit dabei. Muss Beat jetzt etwas ziehen lassen. Also das war nicht so gut von Sky. Beat mit der sehr guten Kurve hat da fast Spam überholt, aber Spam kann da kontern. Beat jetzt wieder mit etwas mehr Speed, kommt sogar, kann auf Spam aufschließen. Die letzte Kurve entscheidet das jetzt. Beat kommt sehr weit nach außen, nimmt Speed mit, aber es reicht nicht und Spam ho holt die Runde mit einer Punkt 46. Also wirklich unfassbar, auch die Zeiten jetzt. Also jetzt sehen wir richtig ein Finale. Ich meine, hier geht's wirklich um Geld. Also seit lange nicht gesehen und wir sehen jetzt hier wirklich sehr, sehr spannende Runden. Alles ist noch offen. Jeder Fahrer hat hier die Möglichkeit, noch das Preisgeld abzusahen, auch wenn Extreme ein bisschen Abstand hat. Aber für ihn ist Richtig. auch noch nicht der Zug abgefahren. Also Nur es den geht hier dritten noch Platz was. kann der sich noch holen, das Auch ist jetzt durchaus hier wieder drin. mit einem guten Start kann hier die Führung übernehmen. Sky kommt hier immer sehr, sehr weit raus. Ist am Ende Richtig. des Feldes. Extreme ist immer noch vorne, gefolgt von Beat und Spam. Beat kommt jetzt hier mit viel Speed nach vorne gefahren. Schafft es aber nicht, Extreme zu überholen. Jetzt kommen wir hier in die letzten beiden Kurven. Sky kommt hier mal nochmal ran an Spam. Und Extreme ganz knapp außen an der Kante vorbei. Jetzt kommt es auf die letzte Kurve drauf an. Wer kann am meisten Speed mitnehmen? Oh, Sky Sky nimmt die sehr, sehr innere weit Linie und Extreme hinten nimmt vorne ganz reingerutscht. viel Speed mit und zieht an Beat vorbei. Boah, stark von Extreme. Und damit Sehr holt er wieder stark. ein paar Punkte nach vorne auf. Das war ganz, ganz wichtig. Jetzt sind es nur noch 10. Vorhin waren es 14 oder 15 Punkte. Genau, Und und im vorne. Übrigen hat auch Beat wieder auf Spam aufgeholt. 3 Punkte nur zwischen den beiden. Also da hat Spam wieder Federn gelassen in der letzten Runde. Also, wir Und nähern Beat uns hat die dem Ende Chance, der das Map. Ding wieder zu holen. Wir nähern uns dem Ende der Map. Wir haben noch zwei Runden auf dieser Map zu fahren. Und wir nähern uns auch dem Ende des Cups hier. Also, wer kann sich hier das Geld holen? In dieser Runde. Was ist passiert? Extreme Oh, ist jetzt Beat mit diesmal am Ende großem des Feldes. Vorsprung.
Speed mit großem Vorsprung. Sky da gerade etwas langsamer gewesen, auf diese gerade musste Spam aufholen lassen, aber Spam jetzt kommt sehr weit raus beim Slide und Sky kann sich die zweite Position sichern. Kann er vielleicht sogar noch Beat angreifen? Das sieht fast so aus, aber da muss Beat schon eine schwache letzte Kurve fahren, um das nochmal hier gefährlich werden zu. Stattdessen fährt Sky eine schlechte Kurve und Xtreme kann ihn fast noch holen, aber es reicht am Ende nicht. Zeitgleich kommen die beiden ins Ziel mit einer Punkt 59. Ist das überhaupt wahr, ey? Oh mein Gott, und Sky. Unfassbar. Aber ganz wichtig noch für Beat, dass er hier den Sieg geholt hat. Damit konnte er wieder enorm viel Vorsprung ausbauen auf Spam. Ganze 7 Punkte hat er jetzt hier geholt in der Runde. Also. Ja, und auch Xtreme bleibt im Rennen. 12 Punkte ist er hinter Sky und da ist durchaus noch was drin für Xtreme. Also wenn er hier noch die ein oder andere gute Position holt und Sky ein bisschen unsicher wird vielleicht auch, so wie jetzt, wo er wieder sehr, sehr weit rauskommt und viel Zeit verliert hier auf diesem Part, wo er sehr viel hin und her lenken muss, um da die Linie zu halten. Deswegen ist er jetzt auf letzten. Oh, kriegt auch den No-Slide und damit war es das für Sky in dieser Runde. Und auch Beat macht den Fehler, oh mein Gott! Spam und Xtreme battlen sich da vorne. Das Dignitas das Duo auf den ersten beiden Plätzen. Spam wird langsamer, kriegt da fast einen Slowdown und Xtreme kann vorbeiziehen. Oh mein Gott, ist das bitter für Spam. Da hätte er richtig viele Punkte gut machen können auf Beat. Und stattdessen wird es nur noch spannender. 2 Punkte Abstand zwischen Spam und Beat. Was ist hier eigentlich los? Und Xtreme ist wieder an Sky dran. Also da geht's auch wieder in den Zweikampf mit 5 Punkten Abstand. Ist da noch alles möglich? Sky musste jetzt auf der Map enorm federn lassen, muss man schon fast sagen. Also da hat er keine gute Performance gezeigt, auch wenn er immer vorne dabei war, aber musste immer in den letzten 2-3 Kurven federn lassen und hat dadurch mega viele Punkte verloren. Er war da dran an den beiden vorne und jetzt ist er nur noch auf Platz 3 und hat schon 15 Punkte Abstand. Also da muss er jetzt hier auf den anderen beiden Maps wieder enorm viel Gas geben. Dino fragt, was ist das Punktelimit? Das Punktelimit sind 120 Punkte. Dann gibt es den Finalist-Modus und man muss die Runde gewinnen. Also es ist natürlich auch nochmal eine Geschichte. 20 Punkte noch zu gehen. Vielleicht schafft Speed in 2 Runden hier die 120 Punkte zu holen. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Das könnte jetzt schon die Map sein, die das Ganze entscheidet. Und das wird sehr interessant, denn die Map hat ja auch einige Stellen, an denen man sich hier heftige Fehler leisten kann. Als erstes sei da natürlich zu erwähnen, dieses kleine Loch, was da vor diesem Checkpoint auf der Plattform ist, wenn man da reinfährt und dann flippt es einen quasi das Auto komplett um und man kommt schon gar nicht mehr ins Ziel. Das haben wir heute mehrmals gesehen und das sehen wir vielleicht auch jetzt wieder. Und das sind natürlich ist ein heftiger Nachteil, den man durch so einen Fehler dann hat. Und auch dieser Tunnelpart, der ist doch sehr, sehr heftig, weil es da sehr eng ist und ja, die Straße einfach enger ist als üblicherweise und man sich dadurch gerne mal verschätzt in diesem Tunnel. Und auch die letzte Kurve haben wir jetzt schon öfters gesehen, dass sich da noch einige Überholmanöver und dramatische Szenen abgespielt haben. So, wir gehen auf die Map, auf der vielleicht hier die Entscheidung gefällt wird. Wir sehen die beiden Führenden vorne, Spam und Beat, battlen sich hier noch. Sky hängt noch dran und auch Xtreme, also hier ist noch nichts gegessen in der Runde. Beat muss hier ein bisschen federn lassen. Spam versucht hier die Kurve eng zu nehmen, schafft es aber nicht, schafft nicht so viel Speed mitzunehmen. Alle 4 Fahrer noch eng beieinander, aber jetzt hier Spam und Xtreme, die beiden Dignitas-Fahrer mit den Fehlern. Und damit ist es eine gute Chance für Beat hier die Runde zu gewinnen. Sky ist da aber auch noch dran, vielleicht kann er ihm da einen Schnitt durch die Rechnung machen, schafft er aber nicht. Beat macht es ganz souverän, fährt hier den Punkt 50 ins Ziel und damit hat er nur noch 9 Punkte, also noch eine Runde zu gewinnen. Dann hat er hier den Finalist-Modus. Hat jetzt auch 9 Punkte Vorsprung auf Spam, also hat er enorm viel aufgeholt, die letzten beiden Runden. Ja, das war eine extrem wichtige Runde. Spam war auf dem letzten Platz, da hat er so viel gut gemacht. Gerade von 2 Punkten Abstand auf 9 Punkte Abstand hat er das gerade geschraubt, der Beat. Und das ist doch wirklich eine sehr wichtige Runde gewesen. Und jetzt kann er mit einem Sieg schon den Finalistenmodus erreichen. Und Spam muss er da jetzt nochmal distanzieren, dann könnte das wirklich gut für unseren deutschen Fahrer hier ausgehen. Aber Spam lässt da nicht locker und auch Xtreme setzen da Beat weiter unter Druck, alle 3 quasi gleich auf. Es geht in den Tunnelpart, mal sehen, ob sich hier jemand einen Anecker leistet. Boah, Spam, Millimeter neben dem Randstein oder neben der Bande ist er da vorbeigefahren, hat aber trotzdem viel Zeit verloren und muss Beat und Xtreme ziehen lassen. Jetzt liegt es an Xtreme, den Finalistenmodus von Beat zu verhindern. Aber er wird es nicht schaffen und Beat schafft es tatsächlich in den Finalistenmodus mit einer Punkt 46. Unglaublich. Was für eine Zeit der hier raushaut, ey. Zweimal hintereinander unter 50 Hundertsteln. Also einmal 50 Hundertsteln, einmal eine 46. Also aber noch trotzdem ist der Drops hier nicht gelutscht. Wenn jetzt hier Beat die Runde gewinnt, ist er der Gewinner des My Range Cups Nummer 1.
Aber die anderen haben natürlich auch noch die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen. Sie müssen jetzt unbedingt verhindern, dass Beat hier die Runde gewinnt. Ja, unser Fokus muss jetzt auf Spam liegen, denn Spam ist der Einzige, der Beat jetzt wirklich daran hindern kann. Oder vor allem auch Punkte aufholen kann, damit Beat dann in den nächsten zwei Runden kein Finalist wird. Aber für Beat sieht schon wieder sehr gut aus. Spam macht den Fehler. Und Beat ist an der Spitze des Feldes. Was passiert denn dahinter? Wo ist Spam? Wo ist Sky? Wo ist Extreme? Sky sehr, sehr nah hinter Beat. Sky könnte Beat hier die Suppe versalzen. Aber momentan hat Beat noch eine halbe Autolänge fort. Oh, er kriegt den Bug in der Landung. Oh mein Gott, wie bitter ist das für Beat. Oh mein Gott, da hat er den Sieg auf dem Reifen quasi und schmeißt ihn in der letzten Kurve weg. In der letzten Kurve. Unfassbar. Er war schon nahezu im Ziel. Er hat nur noch 3 Sekunden zu fahren und dann kriegt er den Bug. Aber jetzt hat er die nächste Möglichkeit. Hoffentlich verliert er hier nicht den Fokus. Er hat noch 8 Punkte Vorsprung vor Spam. Also wenn Spam die Runde gewinnt, ist er auch im Finalist-Modus. Andernfalls geht es hier noch in eine dritte Runde. Wie sieht es hier aus für Beat? Beat ist gut gestartet. Beat ist vorne. Spam ist am Ende des Feldes. Extreme schiebt sich nach vorne, ist zeitgleich mit Beat unterwegs. Sky hängt aber auch noch dran und Spam kommt auch wieder zurück. Also ist hier wirklich noch alles offen. Extreme übernimmt jetzt hier die Führung, aber eckt da an und damit überlässt er Sky und Beat wieder die Führung. Es entscheidet sich wieder zwischen Sky und Beat. Sky jetzt mit einem größeren Abstand als vorhin. Wird er es nochmal schaffen, Beat hier die letzte Kurve abzunehmen? Er Nein, schafft es nicht. Und Beat gewinnt die 50 Euro. Oh mein Gott. GG und Gratulation an Beat. Wir haben einen deutschen Gewinner. Endlich haben wir einen deutschen Gewinner in einem One-on-One-Turnier. Unglaubliche Leistung von Beat. Gratulation. Also ohne Scheiß. Sehr, sehr stark. Da kann man schon mal stolz sein auf ihn. Und das ist natürlich noch nicht vorbei. Wir gehen jetzt auf die nächste Map und dann wird Platz 2 und Platz 3 auch noch ausgefahren. Oh, und da ist wirklich noch ne? alles drin. Also hier ist noch nichts gegessen. Beat gewinnt die ganze Geschichte, aber danach Spam, Sky und Extreme alle noch. Alle haben die Möglichkeit, hier noch den zweiten Platz zu holen. Und wir können gespannt sein, was jetzt passiert. Jo, also da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, denn Sky mit 5 Punkten Rückstand hat er noch alle Möglichkeiten, Spender noch zu holen. Und auch Extreme ist nicht so weit abgeschlagen. 98 also. Punkte wird schon schwierig. Also Extreme weiß ich nicht, ob er das wirklich noch machen kann, dass er dann nochmal zurückkommt. Wir sollen natürlich niemanden abschreiben. Wir erinnern uns an den Finalist-Modus. Es kann alles passieren. Richtig. Richtig. Also Sky hat ja vorhin echt das Unmögliche gegen Massa geschafft. Hat ihm 4 Runden in Folge quasi abgenommen. Und vielleicht macht er das gleich jetzt mit Spam. Er bräuchte ja nicht mal so eine krasse Performance. Es würden ja 2 Runden reichen für Sky jetzt. Und wir erinnern uns, es ist genau die Map, wo er vorhin gegen Massa gefahren ist. Es ist genau dieselbe Map und er hat wieder Dignitas-Fahrer gegen sich. Wieder Dignitas, also heute will er sich richtig beweisen gegen die Dignitas-Fahrer hier. Alle wegklatschen, mal schauen, ob er das hier schafft. Er muss 2 Runden in Folge gewinnen und schon ist er Zweiter. Ne? Wir werden es sehen. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zumindest mal in wahrscheinlich die vorentscheidende Runde, die dann festlegt, wie die 3 Kontrahenten hier in die vielleicht entscheidende Runde gehen. Vielleicht holen Sky und Spam sich beide gleichzeitig den Finalistenmodus. Das wäre dann natürlich die absolut epischste Konstellation. Es könnte natürlich auch passieren, dass nur Spam oder nur Sky sich den Finalistenmodus holt. Also momentan sieht's gut aus. Alle 3 sind noch eng beieinander. Jetzt wirklich alle 3 ineinander. Man sieht die Autos fast gar nicht. Sky versucht jetzt Speed mitzunehmen. Ab der Stelle kommt er meistens gut. Spam nimmt aber mehr Speed mit als Sky. Und jetzt kommt's auf die letzte Kurve drauf an. Sky kommt weit raus und eckt an. Spam gewinnt die Runde und ist somit Finalist-Modus. Was passiert dahinter? Schafft's? Extreme hat nochmal verkackt. Oh Gott, und Sky wird doch noch Zweiter, weil Extreme da in der letzten Kurve irgendwie, ich glaube, gegen die Engstelle gefahren ist. Sky wird die nächste Runde auf jeden Fall Finalist-Modus werden, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass man Spam hier in die Schranken weist und die Runde unbedingt an Extreme oder an Sky gehen muss. Sonst wird Spam hier Zweiter. Was passiert diese Runde? Sky fährt ein bisschen weit außen am Start. Ist er vielleicht da ein bisschen nervös? Man weiß es nicht. Spam riskiert hier aber, dass er den Airtime-Bug bekommt, dass er da hängen bleibt. Schafft's aber um die Kurve. Sky ist am Ende des Feldes. Die beiden Dignitas-Fahrer führen das Feld an. Was passiert jetzt? Wir haben nicht mehr so viel zu fahren. Da kommt jetzt ein langer Stretch. Wer kann hier mehr Geschwindigkeit mitnehmen? Sky kommt nochmal ein bisschen nach vorne. Extreme hat ein bisschen den Boden verloren. Sky baut sich hier mega auf. Was passiert in der letzten Kurve? Spam hat mehr Speed und Sky eckt erneut in der gleichen Kurve an. Was passiert vorne?
Spam, holen sich den zweiten Platz und damit. Ich denke, dass Extreme da Spam auch nicht mehr angegriffen hat. Er holt sich. Spam quasi den Sieg hier oder den zweiten Platz überlässt. Spam holt sich 30 Euro an Platz 2 und jetzt kommt es drauf an, um den dritten Platz, um die letzten 20 Euro. Sky gegen Extreme. Ja, Sky ist im Finalist-Modus. Extreme muss 2 bzw. 3 Runden in Folge gewinnen. 3 Runden muss er, genau. Wenn er jetzt gewinnt, hat er 118 Punkte, dann reicht's ganz knapp nicht für den Finalisten-Modus. Das ist natürlich bitter. Also da spielt ihm das Spiel bzw. die Konstellation ein bisschen übel mit, denn 2 Punkte mehr, hätte er die irgendwo geholt, dann hätte er jetzt nur noch 2 Runden. Und das wäre doch sehr viel mehr wert als diese 3 Runden, die er jetzt in Folge gewinnen muss. Und schauen wir mal, denn Extreme ist ja eigentlich jetzt so das gesamte Match nicht unbedingt durch die absolut krassesten Leistungen aufgefallen. Also ich bin sehr gespannt, ob er das wirklich schaffen kann. Aber wir sollen uns überraschen lassen. Also es ist heute Abend schon so viel Unmögliches passiert. Also im One-on-One kann wirklich alles passieren. Und 3 Runden sind doch mal schnell verloren hier. Sky immer ein bisschen Probleme gehabt. Ab dieser Stelle hier kann er nicht so viel Speed mitnehmen. Und da haben wir schon Extreme mit einer sehr, sehr starken Linie gesehen manchmal. Dann nimmt er doch sehr, sehr viel Speed mit. Mal schauen. Oh, das Warm-up jetzt lässt sich schon mal auf ein sehr spannendes Rennen hoffen. Wie das jetzt gleich aussieht, ja. Also kommen beide schon mal gleichzeitig ins Ziel. Da können wir doch mal schon mal gespannt sein, was das wird. Und wir sehen, die Punkte wurden resettet anscheinend. Also, wir haben da einen Fehler wahrscheinlich. Aber eigentlich können wir auch so fahren. Wir wissen, was die Punktestände sind. Extreme muss 3 Runden gewinnen. Göni hat sich das Ganze gerade gemerkt und ich denke, das kriegen wir jetzt auch so noch über die Runden. Also ist es jetzt live? Ja, also ich denke, was wir uns merken können, ist, dass Sky, sobald er eine Runde gewinnt, auf jeden Fall durch ist. Und wenn Extreme gewinnen will, muss er 3 Runden gewinnen. Ich denke, damit kann man sich das ganz gut merken. Wir haben jetzt 2 Runden, die Extreme auf jeden Fall gewinnen muss. Und dann haben wir die Clash-Klatsch-Runde, wo es darum geht, wer hier wird definitiv den zweiten Platz, den dritten Platz holt. Sieht gerade schlecht aus für Extreme. Er hat da schon 2-3 Autolängen Rückstand auf Sky. In Zahlen sind das knapp 2/10 und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Sky sich das nehmen lässt. Also der Extreme driftet hier auch mega schlecht um die Kurve rum, kann hier keinen Speed mitnehmen. Und Sky muss nur noch ins Ziel kommen. Und das muss die Runde für Sky sein. Ja, Extreme gibt hier schon auf, fährt über die Bande. Und damit GG an Sky mit einer .57 fährt er sogar nochmal eine einigermaßen gute Zeit. Und damit schnappt sich Sky die 20 Euro. Ja, was er damit kaufen kann, bleibt ihm zu überlassen, vielleicht ein neues Gamepad oder was auch immer, neue Kopfhörer für seinen iPod. Damit ist es hier vorbei, der My Revenge Cup Nummer 1 ist vorbei, das Geld wird ausgezahlt und wir möchten nochmal auf das Feedback hinweisen, dass der My Revenge Clan bitte im Forum haben möchte, ob das ganze Cup nochmal stattfinden soll. Bitte schreibt es bei denen ins Forum. Ich hoffe, euch hat der Stream heute gefallen. Es war ein langer Abend. Es hat um 18 Uhr angefangen und jetzt haben wir schon 22:30. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es hat mir Spaß gemacht, mit Nutella zusammen heute zu streamen. Und dir gehören die letzten Worte. Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Also es war ein rundum gelungener Abend, würde ich sagen, bis auf den einen oder anderen Fail, den wir hier oder ich hier fabriziert haben. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, falls ihr heute noch weggeht, wünsche ich euch viel Spaß. Ansonsten noch einen gemütlichen Abend und wir sehen uns sicherlich wieder, ne? Wiedersehen, tschüss. Tschüss.